und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed wieder mal eine Runde. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, ne? Wir müssen übrigens immer noch dahin. Ne? Labert der. Wo ist mein Steckenpferd? So. Gucken wir gleich mal auf die Map, was wir dort unterwegs noch machen können. Oha. Ist aber weit. Dann machen wir uns klar noch den Aussichtspunkt. Als nächstes den und dann gehen wir zum Bissi. Wäre eigentlich das Ideale. Spielen wir erstmal eine Runde Bonanza hier. Hier oben waren wir ja, da haben wir ja die Typen da befreit. Dieser Ort wird schwer bewacht. Wir sollten anscheinend nicht hier rein. Tschüss. Wow. Aber da ist doch der Aussichtspunkt, ist doch dort, oder? Ah nee, das ist die Festung. Okay, also reiten wir hier einen Fluss lang und machen dann über die Straße. Müssen wir sowieso wahrscheinlich. Das Wasser dann zu tief ist. Alles klar, wir gehen hier oben lang. Hopp. Oh. Ja, die Flusspferde. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen da Gratisfälle. Oh, eins ist tot. Oh. Danke. Elende Missgeburt, was soll das werden? Die kämpfen immer für irgendwas. Solange sie freudestrahlend dafür sterben, soll's mir recht sein. Geht's mal schön weg. Keine Lust mit euch zu boxen. Hey, halt die Waffe griffbereit. Gib den Weg frei. Ja, ja. Gib den Weg frei. Okay. Komm her. Bei Fuß. So, hier drüben ist auch der Aussichtsraum, klar. Jetzt machen wir alles so auf dem Weg hier mit. Ach, ist nur so ein Holzturm. Oh. Ja, du kommst hier nicht hoch. Das sieht so aus, ne? Erstmal synchronisieren. Und dann haben wir die Löwen da unten. Mega Ausblick. Okay, von dem gibt es keinen Film mehr. Da liegt hier schon länger. Okay.
Pferd ist hier oben. Ja, ein bisschen Löwenfell, ein bisschen Tierfell und Darfell, das kann man ruhig alles mitnehmen unterwegs. Kann man mal gut gebrauchen. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Willkommen in Letopolis, Traum des großen Tahaka. Den holen wir uns auch gleich noch und dann gehen wir zu dem Typ da hinten. Zu blindern. Sehr gut. Sehr gut. Gucken wir mal, ob wir noch die Fackel dabei haben. Ob wir diese... Genau das wollte ich gerade machen, das Feuer entzünden. Das hat sich wie von Geistern selbst entzündet. Na gut, dann können wir hier runterspringen. So nicht. So auch nicht. Alles klar. Meister Tahaka? Mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Hier wird rennen. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an!
Bayek, komm, kämpf mit mir. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Okay. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Hierher! Schlag diese Scheißkerle zurück! Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Ich hab drei Schussbahnen! Alarm! Hier drüben! Bin in Reichweite! Warum liegt da jetzt irgendwo rum? Ich hoffe, dass das so gewollt. Okay. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Euer Blut wird meinen Garten wässern! Okay. Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Stimmt! Komm, Magi! Kämpf mit mir! Schnell, bringt sie zur Strecke! Das war zu knapp! Das war vergisst, der Strigi diesmal aus Versehen nachladen. Weiß nicht, das ist so eine Shooter-Macke immer noch. Speere von Letopolis! So. Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Bitte! Zeig ihnen die Zähne der Gerechtigkeit! Bayek, lauf nicht in den Sturm hinein! Ihr dachtet, ihr schlitzt uns den ungeschützten Bauch auf! Doch ihr findet eiserne Kraft vor! Helft mir mal hier drüben! Oh, schon mal. Ups, das war erbärmlich. Falsch. Das wird einfach. Lass mal einen Verbündeten eine drüber zogen. Wieder R gedrückt. Halt deine Waffen bereit, klar? Okay. Ich deck dich. Sei unbesorgt. Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Bayek, schnapp sie dir! Bleib bei mir, Bayek! Metropolis wird euch standhalten, Hunde! Sterbt, ihr Hundesöhne! Hundesöhne? Vergiss nie ein Gesicht, außer deins. Du ruhst gleich in Frieden. Hey, hast du das gehört? Seid wachsam, Bruder. Man sieht immer weniger. Ey. Uns überrumpelt nichts, Bruder. Bayek, du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut. Dann werde ich mich dir heute anschließen. Ich
Jo, jetzt geht's auf zum Ritt. Hat er jetzt schon Pferde oder was? Nee. Komm, Bayek! Nimm deine Waffe und schließ dich uns an! Treue und tapfere Diener von Letopolis! Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut! Hm, ah, da stehen genug. Alles klar. Hm. Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Wow. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Okay. Eine Affenseele. Und ein bisschen Schleichfahrt hier. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Von dem hier drüben! Was hast du nun? Wo sind die jetzt hin? Ach, die haben sich überall verteilt, okay. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach Letopolis sei sicher. Jetzt ist es so. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Ihr sagtet, ihr kommt aus Memphis. Es gibt viele Priester in Memphis. Ich werde dort nicht gebraucht. Aber Letopolis ist fruchtbarer Boden. Urbar gemacht durch eure harte Arbeit. Was gibt es Neues in Memphis? Ich muss zugeben, Memphis liegt unter einem Schatten. Der Hohepriester hat die Götter verärgert und muss nun den Untergang der Stadt mit ansehen. Deine Boten kamen nach Memphis und erzählten von deiner Zukunftsvision. Ich kam her, um hier den Göttern zu dienen.
Sobald ihr ausgeruht seid, richten wir in Letopolis ein Haus für euch ein. Kommt noch mehr? Er will gar nicht gehen. Machst du die Tür auf, kannst rausgehen hier. Nee, will doch nicht. Okay. Dann gehen wir mal zu seinem Haus da. Da ist er mal reingegangen. Wo ist er mal rausgekommen? Da ist er mal reingegangen, da ist er mal rausgekommen, alles klar. So, die Pferdchen stehen ja hier noch. Dann können wir direkt hinkalibrieren. Wett? Aber das muss doch da lang. Sandsturm gesehen? Komm, Vater sagte, du bleibst zum Essen. Ja, ich hab gerade eine Stimme gehört. Ich glaube, wir haben die gestört. Wir gehen wieder. Shem ene nisu. Schön, dass ihr es geschafft habt, Maret. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Okay. Die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Ja, super, wir wurden verarscht. Senno. Ah ja, wo bist du, meine Liebste? Remo, ich habe dich enttäuscht. Bitte, hasse mich nicht. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen.
Ja, befreie dich aus den Sanden. Wie? Hallo? Tja, da warten wir mal eine Runde, ne? Wir haben ja sonst nichts zu tun, wir liegen ja nur hier rum. Okay, er geht weiter. Komm her! Guter Junge! Mögen die Götter dir gnädig sein. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Aber jetzt sind wir da schon, wo wir hin wollten. Ne? Wir wollen ja mal dahin. Ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge mal was davon erzählt. Erst meine Waffen, dann der Skarabäus. Sonst ist hier keiner mehr. Nur vier Wachen oder was? Tatsache. Okay. Ist die Ausrüstung verpackt? Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Den wir eingegraben haben? Zwei Tage? Er sah zäh aus. Ich wette 5 Drachmen, dass er mindestens 3 durchhalten wird. Bin dabei. Moment! Wer überprüft das? Scheiße, wir müssen eigentlich da hinten rein. Okay, dann laufen wir die mal. Kein Hintereingang, oder? Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Tja.
irgendwas. Danke. Zu stark, der Bastard! Tod, den Ptolemäer! Ihm nach! Hey. Was? Ptolemäisches! Ich bring dich um! Jawohl! Nein! Das wird einfach! Radarangriff, wenn er gerade will. Na gut, den Hauptmann haben wir ja schon mal. Ich glaube, wir müssen hoffentlich nicht nochmal dahin. Ne, wir haben Klamotten alles an. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. So, dann flitzen wir noch hin und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Zeit wird langsam eng. Oh, hier ist Sperrgebiet. Alles klar. Ich gehe schon wieder. Komm, komm, komm. Stirb endlich! Ja, da drin wohnt der Typ. Da müssen wir dann rein. Das machen wir dann im nächsten Fall. Da müssen wir wieder mittel schleichen. Ja, und würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.